So, die letzten Schritte im Zelt zusammenbauen. Jetzt ist 8.30 Uhr. Wir haben ziemlich lang und ziemlich gut geschlafen. Und heute machen wir uns auf den Weg, den zweiten Strich nach oben von dem Weg zu laufen. Und das Schöne heute ist, wir machen das Ganze ohne Gepäck, weil wir kommen auf unserem Weg runter wieder hier vorbei. Das heißt, wir können die ersten 6 Stunden ohne Gepäck laufen. Da wollen wir hin, 970 Meter hoch, und momentan sind wir da. Wir müssen jetzt hier runter, da runter und dann hier um die Kurve und da hinten weiter hoch. Jetzt schon liegt hinter uns voll das schöne Tal mit einem richtig schönen blauen See. Und vor uns liegt dieses riesige Gebirge mit Gletscher. Und ja, da gehen wir jetzt da hinten zwischendurch. Wir sind auch immer auf dem Weg nach oben und müssen immer wieder anhalten. Erstens, weil es anstrengend ist, aber zweitens, weil die Aussicht unglaublich schön ist. Also egal, in welche Richtung man hier guckt, ob da hoch oder hier nach hinten mit dem Gletscher und den Bergen hier oder der See da unten oder hier lang. Egal in welche Richtung, es sieht überall wunderschön aus. Also das ist wirklich ein Highlight. Ich bin sprachlos. Wir waren gerade mal vielleicht 50 Meter von dem ersten Aussichtspunkt entfernt und dachten, wir hätten es noch total weit. Aber wir haben den ersten Aussichtspunkt schon erreicht. Wir sitzen jetzt hier, essen einen Müsli-Riegel zur Stärkung, genießen die Aussicht. Gerade eben haben wir hier eine Lawine gesehen, ja, die da runtergekommen ist. Richtig krass. Habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt warten wir darauf, dass unsere Timelapse fertig ist. Und bleiben dann aber wahrscheinlich noch ein bisschen, weil vielleicht, ich will nochmal so eine Lawine sehen. Es ist aber sehr, sehr wenig und sehr kalt, wenn man sich nicht bewegt. Ja, aber wenigstens regnet es nicht. Aber richtig schön. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist absolut abgefahren, schaut mal. Jetzt ist gerade windstill, das heißt schnell reden. Wir machen uns auf den Rückweg runter wieder zum Camp Italiano und schnappen dann unsere Rucksäcke, um den Weg zum Camp Los Suenos anzutreten. An Tag 3 haben wir zum ersten Mal wieder richtiges Obst. Wir haben es uns aufgehoben für die guten Momente. Und wirklich, das schmeckt, also so lecker hat mir noch nie ein Apfel geschmeckt. So saftig. Ja, mega saftig auch. Mega intensiv und so. Mhm. Jetzt machen wir gerade Pause von unserem Aufstieg, schnappen uns gleich unsere Backpacks und dann geht es 2,5 Stunden in die Richtung, eher 3. Und dann sind wir auch schon beim Camp. Nummer 3. Bereit? Ja. Und jetzt kommt ein ganz entspannter Marsch. Bis dahin. Cuernos. Da laufen wir hin, 2,5 Stunden, da wo die Leute herkommen. Wahnsinn, oder? So sieht's hier aus. Da der Berg, hier der Fluss, hier die Lisa. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach mal die Eindrücke für sich sprechen lassen.
für die Szene mussten wir hochlaufen, die Kamera aufstellen, runterlaufen und wieder hochlaufen. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen. Ah, nichts Besseres als Gletscherwasser. Das war's wert. Das Wasser, das der Johannes jetzt geholt hat, das kommt direkt von da oben von so einem Wasserfall. Hier. Und fließt in die schöne, große, blaue Lagune. So, da vorne ist schon das Camp. Tag 3 haben wir auch geschafft. Bisher der einfachste Tag, würde ich sagen. Ja. Unglaublich schön der Tag. Wir hatten wirklich super Wetter heute. Sind den ganzen Tag eigentlich nur im Fließ rumgelaufen. Optimal. Wirklich super schön. Heute zeigen wir euch mal, wie schnell wir ein Zelt aufbauen können. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kleine Dinge muss man genauso wertschätzen wie große Dinge. It's so beautiful. Du siehst aus wie einer von den 7 Zwergen. So, weiter. Lisa macht ein bisschen Bag Aerobic. Ja, nach so 12 Kilometern spürt man dann die Schultern auch mal. Und die Füße. Die Übung nennt man die Schildkröte.